Kennt ihr das auch, wenn ihr ein neues T-Shirt anzieht und ihr habt so einen Blätterwall da drin und ihr schneidet es ab und es ist trotzdem, kratzt es immer noch? Ach, macht mich irre. Ja, das ist aber heute nicht das Thema, wie man verrückt wird, sondern ich wollte mal so ein bisschen Herbstlook. Ne? Jeder macht ja einen Herbstlook und ich dachte, was passt dann besser als also diese Tablette, Palette, Vivid Earth. Die habe ich mir bei Sephora gekauft und die habe ich gedacht, die will ich mal mit euch zusammen ausprobieren. Und ich möchte gerne so ein kleines Get Ready With Me machen. Das heißt, ich werde mich erst schminken und dann passend dazu ein... Moment, ja. Ja. Jetzt sind alle meine Männer gerade weg. Also, was wollte ich denn sagen? Ja, ich wollte sagen, dass ich ein Get Ready With Me machen möchte. Das heißt, ich werde mich jetzt ein bisschen schminken und werde dann halt mich dazu stylen oder beziehungsweise anziehen. Und ich möchte das alles gerne in so gelben Erdtönen machen, die ich über alles liebe. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. So, also ich nehme jetzt keinen Primer, sondern ich gehe hier mit meiner 220er Farbe von Indefectible 24 Hours L'Oreal. Das ist für mich so eine klassische Foundation, die ich immer wieder liebend gerne verwende, weil sie einfach super gut funktioniert. Ich habe deswegen ein so rotes Gesicht, weil ich gerade was ausgetestet habe und das sah so schlimm aus, dass ich das alles wieder abmachen musste. Und da habe ich gedacht, so bleibe ich nicht. Aber dann mache ich mal ein absolutes Fail-Video von Sachen, die überhaupt nicht funktionieren. Und diese Foundation sieht toll aus. Die lässt sich super schnell und gut auftragen. Die sieht aus wie zweite Haut. Die hat eine gute Deckkraft. Und sie hält tatsächlich auch lange. Also wenn ich beruflich was vorhabe, sprich, wir haben abends noch ein Essen oder ich habe einen Vortrag, dann trage ich tatsächlich häufig die. Ganz, ganz, ganz tolle Foundation. Und wenn ihr gesehen hättet, wie ich vorher aussah, absolute Katastrophe. Meine Güte. Kleines bisschen nur den Maybelline Fit Me Concealer. Ich finde, gerade wenn so die Heizungsluftperiode anfängt, dann fängt auch die Haut an, so ein bisschen trockener zu werden. Und deswegen nehme ich ganz gerne auch im Winter oder im Herbst ja, flüssiges oder halt eben cremige Produkte. Und die wollte ich mal schon länger ausprobieren. Die habe ich mir schon vor einiger Zeit gekauft. Ihr seht auch hier ausverkauft, deswegen tut es mir leid. Aber ich wollte es trotzdem mal ausprobieren. Und zwar ist das hier so eine Kontur- und Highlight-Palette. Also das sind hier die verschiedenen Konturfarben. Das sollen hier so Aufhellungsfarben sein und hier so Highlight-Farben. Und genau. Und da gehen wir mal so ein bisschen da rein. Und probieren das mal.
Highlight kann man auch mal probieren. Gehe ich vielleicht mit dem Finger hier in die beiden hellsten Farben. Ihr seht, die sind so ein bisschen schimmernd auch. Vor allem die hellste Farbe hier, die ist so ein bisschen schimmernd. Die nehmen wir mal so ein bisschen als Highlight auf der Wange hier. Also die Farben sind sehr fest, finde ich. Was ja auch nicht so schlecht ist, dass sie halt nicht gleich verrutschen. Oder vielleicht halt irgendwie die Foundation noch wieder abheben. Also man sieht schon so ein bisschen Highlight, finde ich. Ja. Okay, und dann als Rouge verwenden wir dieses hier von Bourjois. Ach, das finde ich so sagenhaft schön. Das ist echt cool. Warte mal, jetzt habe ich hier natürlich die Hand schmutzig von dem anderen Zeug. Moment. So. So, das ist von Bourjois, das Sorbet Blush. Tolles Produkt. Und das ist so eine Gel-Formulierung. Nehme ich hier so eine Stippling Brush. Verteile das hier so. Jetzt machen wir mal mit den Augen weiter. Was ganz interessant ist, und zwar, hier gibt es auch eine Eyeshadow Base. Aber das ist ein trockenes, ein Eye Primer heißt das. Das ist ein trockenes Produkt. Gehen wir mal einfach damit rein. Geben das mal hier so rüber. Weiß ich nicht, ob das natürlich dafür gedacht ist, dass man halt eben erstmal so einen Primer aufgibt und dann das Ganze damit abpudert. Der Pinsel ist übrigens von Morphe, der so hart. So. Nun gut, aber zumindest hat es ein bisschen ausgeglichen. In diese schöne, nee, in diese Farbe hier. Dieses, wie heißt die? Sand, nein. Sunray, Sunray, Sunray. Wow. Gute Pigmentierung. Seht ihr mit dem Essen? Sehr schöne Pigmentierung. Sehr schön. Jetzt gehen wir mit etwas kleineren Pinsel. Es ist übrigens ein Sigma E25, gehen wir in dieses schöne Rot hier rein, das heißt Fire. Schaut euch das an, Farbabgabe ist super. Ein bisschen abklopfen. Nehmen wir mal diese Farbe hier als nächstes. Die heißt Terror. Nicht Terror. Ohne Brille sieht es aus wie Terror. Mit Brille. Also die Farbabgabe überall ist sehr, sehr gut. Mit Brille ist es Terror. Also die Pigmentierung ist wirklich sehr, sehr gut.
Haben wir hier auch noch ein bisschen hoch? Dann nehmen wir einen etwas kleineren, fluffigen Pinsel hier. Der ist von Morphe, heißt... Jo, ich zeige es euch einfach, weil ich kann es nicht lesen. So. Und dann gehen wir in diese Farbe hier. Die heißt Primary. Und blenden das hier ein bisschen aus. Es gibt ja unterschiedliche Techniken. Manche machen erst die helle Farbe und dann am Rand die dunklere Farbe. Man kann aber auch erst die dunklere Farbe auftragen und dann mit einer helleren ausblenden. Das kann natürlich jeder machen, wie er lustig ist. Gehen wir auch hier noch ein bisschen hoch in die Farben hier. Dann haben wir hier eigentlich nur drei schimmernde Farben, zeige ich euch mal. Das sind die drei schimmernden Farben deiner Palette und ansonsten ist da alles matt. Finde ich sehr schön eigentlich mal. Und ich würde sagen, wir gehen mal mit dem Grün. Weil Gelb und Grün sieht ja schon sehr schön aus. Statt der schimmernden Farbe kann man natürlich einfach nur ein mattes Grün verwenden. Geht natürlich auch. Und auf der Innenseite nehmen wir ein kleines Pinselchen. Das ist ein Da Vinci Pinsel und gehen in das Gelb-Gold-Schimmer. Gehen wir hier nochmal rüber mit dem Rot und verblenden hier die Übergänge. Ein dunkelbraunen Eyeliner. So, jetzt habe ich mir ein bisschen Wimperntusche aufgegeben. Jetzt gehe ich aber nochmal hier so ein bisschen in diese dunkle Farbe hier rein, um den äußeren Augenwinkel, die heißt Craft, noch ein bisschen zu verstärken oder zu vertiefen. Nur so ein kleines bisschen, um noch ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen. So. Schöne Palette, schöne Farben. Viele matte Farben lassen sich leicht auftragen, schön pigmentiert, lassen sich gut verblenden. Und es gibt ein sehr schönes, natürliches Augen-Make-up. So, auf die Lippen machen wir was Neutrales. Tatsächlich nur mit einem dunkleren Lip Liner tragen, weil mir der ansonsten viel zu hell wäre. Aber wie gesagt, wenn man den so ein bisschen kombiniert und dann passt es ganz gut. So, jetzt kenne ich mir mal die Haare und dann bin ich gleich wieder für euch da. Und jetzt habe ich noch eine Riesenüberraschung für euch. Ihr wisst ja, dass ich eine Kooperation mit Hartjes habe. Und Hartjes ist eine Schuhfirma aus Österreich. Und dort werden auch die Schuhe produziert. Und die Schuhe sind ja auch nicht ganz günstig, weil die sind aus Vollleder. Da sind noch viele manuelle Fertigungsschritte für einen Schuh. Auch wenn die maschinell hergestellt werden, gibt es trotzdem halt noch manuelle Fertigkeiten. Und so ein Schuh, der zum Beispiel hier innen drin komplett aus Kalbsleder ist,
wo man keine Blasen läuft. Es kam auch die Frage von wegen, ob der hier auch für breitere Füße geeignet ist. Und ich finde ja, weil ich habe links zum Beispiel einen sehr viel breiteren Fuß als rechts und mir passt der trotzdem sehr gut. Und so ein Schuh, der ist deswegen auch so klasse oder auch so teuer, weil der also nicht nur, wie gesagt, in Europa gefertigt wird und hat eine wunderbare Qualität, die man halt natürlich nicht mit irgendwelchen anderen, sagen wir mal, eher in Asien gefertigten Schuhen hat, muss man ganz klar so sagen. Die sind super, super, super leicht. Das ist hier so eine Kork-Sohle. Kork hat den Vorteil, dass es erstens auch sehr leicht ist und zweitens auch die Feuchtigkeit aufsaugt. Und auch hier ist es wieder mit Leder. Es ist also nichts, dass ihr, wenn ihr das barfuß anzieht, ich ziehe die im Sommer immer barfuß an, man schwitzt einfach nicht, ne? Sondern das saugt halt schön die Feuchtigkeit auf, ohne dass es müffelt. Und die könnt ihr halt eben austauschen. Ne? Das mache ich halt immer, weil gerade so orthopädische Schuhe, in Anführungszeichen, die haben halt eben ein austauschbares Fußbett. Und da könnt ihr euch halt eben, wenn ihr solche orthopädischen Einlagen benötigt, was ja viele Leute benötigen, also mein Sohn hat auch welche und der ist 12. Also es betrifft nicht nur ältere Leute, sondern auch schon Kinder oder Jugendliche, die Fußfehlstellungen haben, ne? Vielleicht so eine Innenpronation oder halt eben, wie gesagt, dass, ne, dass da nicht ganz stimmt oder dass das Gewölbe schon abkippt und so weiter. Das betrifft auch viele, viele Jugendliche. Und auch da, ich meine, so ein Schuh sieht doch toll aus. Und so ein Schuh finde ich also nicht nur für die Frau ab 50, sondern halt eben auch, ich meine, kann auch eine Jugendliche mit 14, 15, 16 anziehen. Ganz ehrlich, ich finde ihn echt total geil. Ich habe euch den ja schon mal vorgestellt bei meinem Animal Print Video. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Und ich finde diesen Schuh einfach klasse. Diese Schuhe wurde ich auch nochmal gefragt, und zwar gibt es die im Orthopädiehandel, weil Hartjes aus der Orthopädie kommt. Und das heißt also eigentlich, man braucht nur orthopädische Schuhe, wenn man eigentlich Probleme hat mit den Füßen. Und das ist ja mittlerweile, die Füße sind extrem wichtig. Wenn es da nicht stimmt, dann schaukelt sich das hoch, dann hat man vielleicht Knieprobleme, Hüftprobleme. Das geht hin bis zu Zahnproblemen oder Nackenproblemen, weil wenn unten die Statik nicht stimmt, dann schaukelt sich das natürlich halt eben bei den Gelenken bis nach oben hin. Also das heißt, wenn ihr Nackenschmerzen habt, dann überlegt mal, ob ihr nicht zum Orthopäden geht und lasst mal eure Füße kontrollieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Kleiner Tipp von mir. Und mit Einlagen kann man sehr, sehr viel machen. Und es gibt halt eben, es muss halt eben auch ein guter, stabiler und gut gefertigter Schuh sein, wo die Einlage auch wirklich Sinn bringt. Ne? Nicht jeder Schuh ist für Einlagen geeignet. Ne? Ich kann nicht irgendwie so einen Turnschuh einfach mal die Sohle so rausmachen, weil die dafür andere Prinzipien geeignet sind. Ne? Das ist zum Beispiel hier eine durchgängige Sohle, hat aber hier auch so in der Mitte diesen durchgängige Linie, das heißt, dass der Fuß schön abrollt, die Sohle ist flexibel, ist weich. Solche Sachen sind extrem wichtig. Ne? Und wenn das nicht funktioniert, kann der Schuh auch nicht richtig abrollen. Und das läuft ja alles über die große Zehe und es muss halt eben auch alles stimmen. Und deswegen meine Empfehlung, wenn ihr einen Schuh kauft, dann kauft den da, wo ne, orthopädische Schuhe auch dafür gemacht sind. Und die kriegt ihr halt in Deutschland bei Orthopädiemeistern. Deswegen, ihr könnt euch bei Hartjes.at, das verlinke ich euch unten, die Schuhe aussuchen. Da gibt es mittlerweile super schöne neue Hubs-Modelle. Ganz, ganz toll, unter anderem halt der hier. Und deswegen wollte ich den an euch verlosen, weil es macht keinen Sinn, euch irgendwie einen Sommerschuh jetzt irgendwo zu verlosen, wenn jetzt der Hubs da ist. Ne? Deswegen, und wenn ihr aber einen Schuh gefunden habt, der euch gefällt, dann könnt ihr dort bei einem Shopfinder gucken, wo bei euch in der Nähe ein Orthopädiemeister ist, der die Schuhe führt. Und da macht es natürlich Sinn, dass ein Fachmann vor Ort ist, der eure Schuhgröße überprüft, der überprüft von wegen, okay, ihr braucht vielleicht eine Einlage und dann kann ich die gleich mit reinmachen, dass die am Schuh angepasst wird. Das macht natürlich Sinn, dass es halt irgendwie alles optimiert wird. Ne? Das heißt, Einlage, also falls ihr eine Einlage habt, Einlage wird optimiert an den Schuh, dass alles passt. Und das wird ja alles dann gleich vor Ort gemacht und deswegen macht es wirklich Sinn. Genau. Das war dieses. Also wie gesagt, ich kann die Schuhe nur wärmstens empfehlen. Ich trage die jetzt seit Mai permanent. Finde ich ganz, ganz toll. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, ich habe so eine Größe 38,5, 39, so ein bisschen in der Größe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieser Schuh, der heißt Breeze,
dass der so mit 38,5 gut passt. Allerdings im Sommer, wenn die Füße ein bisschen länger werden oder ein bisschen dicker werden durch die Hitze und durch das Abrollen, bräuchte ich eigentlich eine 39. Ne? Nur das nur so als Tipp am Rande. Oder auch jetzt, wenn ihr im Herbst zum Beispiel dickere Socken anhat, also würde ich immer ein bisschen höher gehen in der Größe. Aber das könnt ihr ja dann, wie gesagt, vor Ort einfach anpassen, weil, wie gesagt, die werden ja auch vor Ort verkauft. Das nur so als Tipp. Wie gesagt, diesen Schuh verlose ich, das ist Größe 38,5. Und dafür schreibt ihr bitte als Stichwort Hashtag Hatjes in die Infobox, dann weiß ich, dass ihr Interesse dran habt an dem Schuh. Das ist eine Größe 38,5. Also der passt für eine 38 genauso sehr, sehr gut. Und an dieser Stelle will ich mich auch nochmal recht herzlich für die Kooperation bedanken. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und ich finde es auch sehr großzügig, dass die sagen, von wegen, ich darf diesen Schuh verlosen. Weil, wie gesagt, der hat einen Wert von 170 Euro. Das sollte man nicht unterschätzen. Also, liebe Leute, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und schreibt als Hashtag Hatjes, dann weiß ich, dass ihr an der Fotosung teilnehmen wollt. So, jetzt habe ich genug über die Schuhe geredet. Ich habe die gleichen, ich habe nochmal hier. In dieser geilen Farbe. Oh, ich liebe ja diese Sendfarben. Ich finde es einfach irre schön. Und deswegen zeige ich euch jetzt gleich mal in Toto, was ich da anziehe. Ich habe hier ein T-Shirt, das ist von Laurel. Ich liebe diese T-Shirts, weil die eine gute Länge haben. Die waschen sich prima. Die gibt es mit V-Ausschnitt, mit runden Ausschnitt. Und ich habe die in allen Farben, weil die auch nicht so arg lange Ärmel haben, dass man sie gut unter dem Blazer anziehen kann oder unter den Jacken. Und habe hier eine Jeans, die ist von Brax. Brax. Von Brax. Brax ist die Hosenmarke und ich kann euch wirklich diese Jeans nur ans Herz legen. Die Schuhe. Ich habe jetzt gelbe Wollsöckchen an und halt eben diese Schuhe, die einfach grandios bequem sind. Und das sind die Hosen dazu, wie gesagt von Brax. Das ist ein Mantel, der ist von Zara Basic. Ich finde die Farbe einfach grandios. Das passt perfekt zu den Schuhen, wie ich finde. Das ist so ein typischer Hosenmantel. Ne? Das finde ich klasse, weil man kann das hier auch so ein bisschen umschlagen, ohne dass es komisch aussieht. Da sind hier so kleine Schlitze drin. Das finde ich ganz niedlich. Ne? Deswegen sieht es auch zum Beispiel, ist es auch für die kurzen Größen oder die kurzen Arme ganz praktisch. Das ist so ein Wollmaterial. Man muss dazu sagen, wenn man extrem empfindlich ist, kann der ein bisschen kratzen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den letztes Jahr gekauft oder so. Hat hier so schöne Einstecktaschen, wo man auch wirklich mit den Händen rankommt. Und dann, wie gesagt, endet der über dem Knie hier, was eben so eine typische Hosenlänge ist. Ach, ich finde den toll. Hier noch so ein kleines Täschchen. Und das hat auch, glaube ich, 8 Euro gekostet von Zara. Ist natürlich Kunstleder. Wieder bei hier mit so einer Kette zugemacht. Also das heißt, ihr könnt es dann schön variieren. Könnt es auch über dem Mantel tragen, wenn ihr schlank genug seid. Das langt, um zum Beispiel Handy reinzutun, Lippenstift oder Lippenpomade für den Winter oder für den Herbst und halt irgendwo einen Schlüssel. Und ist nur mal ganz netter Farbfleck. Oder beziehungsweise, dass es hier so ein bisschen als Gürtel. Also wenn ich rausgehe, ziehe ich eigentlich immer eine Mütze auf. Erstens sieht es gut aus, zweitens schützt mich vor der Sonne, dass ich immer so ein bisschen irgendwie hier Schatten habe. Und diese Mütze und den Schal habe ich mir bei H&M gekauft, eben auch, weil es diese gelben Farben hat und ich finde es einfach so schön. Und das Schöne ist halt eben, ne, wenn ihr das so ein bisschen hier so rechts und links runterhängen lasst, gibt es da oben am Nacken noch ein bisschen Wärme und es streckt natürlich die Silhouette und das finde ich einfach total klasse. Ich finde, es ist mal wieder so ein typisches super Wohlfühl-Outfit. Ne? Damit kann man jetzt stundenlang shoppen oder im Wald spazieren gehen oder mit den Kindern rumtoben, was auch immer, weil es alles super bequem ist und nicht nur funktional, sondern auch einfach geil aussieht, oder? Also, ja, in diesem Sinne bin ich total happy. Ich hoffe, wie immer, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wie gesagt, nehmt gerne an der Verlosung teil, abonniert meinen Kanal, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben und ansonsten, wie immer, wünsche ich euch alles, alles Liebe. Bleibt gesund und vor allen Dingen werdet gesund. Bis bald. Tschüss.